Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von SpongeBob SquamKopf The Cosmic Shake. Jetzt drücke ich hier auf diesen Knopf. Entschuldigung, haben Sie... Ich befürchte, nein. Ich stecke mitten in wichtigen Organisationsarbeiten für den Schneckencup. Wenn du an dem Rennen teilnehmen willst, musst du eine Teilnahmegebühr in Höhe von 5 Schokoladenriegeln zahlen. Sammel 5 Schokoladen. So viel Süßigkeiten zu besorgen, wie wir brauchen. Sie von Babys klauen? Nein, wir spielen Süßes oder Saures. Oh, das sollte auch funktionieren. Die Kosse-Krabbe-Pizza ist die Pizza super knusperig. Also jetzt nochmal zu jedem Haus rennen. Süßigkeiten, Süßigkeiten, Süßigkeiten! Oh, noch mehr Gelee. Die Sache mit dem Monster. Es hat leblose Augen, schwarze Augen, wie die Augen einer Puppe. Schön. Süßes oder Saures? Ich kann deinen Akzent nicht verstehen. Den kennt man doch. Süßes oder Saures? Oh, wieso hast du das nicht gleich gesagt? Hier. Nimm einen Schokoriegel. Und tolles Kostüm. Übrigens. Danke. Drücke 50 Tasten. Ein kleiner Klaps reicht schon. Hey, wer ist denn da oben? Ich werde ganz nervös und bei Monstern. Schwupps. Ach ja. Was für ein nettes Kostüm. Wie kann ich euch Jungs helfen? Süßigkeiten, 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 Süßigkeiten! Oh, aber natürlich, mein Lieber. Hier, nimm einen Schokoriegel. Ist das die Frau, die man in einer Folge so viele Schokoriegel verkauft hat? Lecker. Wow, Retro. Danke! Das Rennen war voll großartig. Stimmt. Hast du vor, beim nächsten mitzumachen? Nein, das ist zu gefährlich, solange dieses Monster hier ist. Ich esse meine Süßigkeiten lieber selbst. Ja, ich auch. Ich auch. Warte, da hinten war ich schon. In diesem Haus gibt es extra große Süßigkeiten. Süßes oder Saures? Ich versuche schon seit 3 Tagen Schokolade zu finden. Es ist fast nichts mehr übrig. Außer, naja, ich könnte es euch verraten. Aber ihr müsst mir versprechen, die Beute zu teilen. Das war der, der süchtig war. Der ja irgendwann immer gesagt hat, Schokolade, Schokolade!
In der Folge, wo SpongeBob Schokoriegel verkauft hat. Ich bin ganz Ohr. Nun ja, eigentlich bestehe ich hauptsächlich aus Zellulose, aber... Ja. Hört mal, ein seltsamer und sehr schwerer Stein ist hinter meinem Haus abgestürzt. Mitten auf meinen Schokoladenschuppen. Vielleicht könnt ihr ihn verschieben. Hier, ich öffne das Tor für euch. Nein, danke! Mua! Lieferung kommt! Endlich juckt es nicht mehr. Okay. Zu Tom zurückkehren. Schokolade, Schokolade! Endlich Schokolade! Wenn Gary nicht wäre, könnte ich nach Hause gehen und mehr Jungfraumann und Blaubarschbube anschauen. Ich hoffe, er hat einen guten Grund dafür, dass er in Schwierigkeiten steckt. Weil wir mit magischen Seifenblasen gespielt und das Gewebe der Realität zerrissen haben, wodurch ein kosmisches Chaos entstanden ist, das ganz Bikini Bottom in Gefahr bringt? Ich sagte doch schon, einen guten Grund. Oh, ich weiß nicht, Mama. Die werden sich über mein Kostüm lustig machen. Alles wird gut. Hab keine Angst. Dein Kostüm sieht toll aus. Danke. Das kann doch nicht sein. In Bärenhöhle. Süßes oder saures? Hast du meine Schnecke gesehen? Klein, niedlich, süß und mit ausdrucksstarken Wimpern. Wenn sie wirklich süß ist, hat sie vermutlich das Monster mitgenommen. Es hat unser aller Halloween verdorben und alles Süßes geklaut. Das letzte Mal, als es gesehen wurde, kroch es die Rennstrecke hinunter. Ich glaube, die Rennstrecke führt direkt zu seinem Versteck. Und dort labt es sich an unschuldigen Süßigkeiten und Haustieren. Armer Gary. Patrick, wir müssen mehr Süßigkeiten finden, um auf die Rennstrecke zu kommen. Hier, nimm einen meiner Riegel für die Teilnahmegebühr. Mit deinem vollkorallen Kostüm hast du ihn dir verdient. Danke. So, jetzt noch ein. Kelly, ho! Süßigkeiten, Süßigkeiten! Ich habe einen Stein gekriegt. Schön. Ich habe einen Schokoriegel. Wie komme ich denn bitte schön? Auf hoher See begraben. Nach oben? Süßigkeiten, Süßigkeiten, Süßigkeiten! Die Frosselkrabbe-Pizza ist die Pizza super knusperig. Ein Typ sagte, er habe das Monster gesehen und es hätte ihn schrecklich angezischt. Süßes oder saures? Heiliger Neptun! Habt ihr eine Flosse locker, so herumzulaufen? Wisst ihr nicht, dass Leute Phobien vor sowas haben? Entschuldigung, ich wusste nicht, dass mein Kostüm so angsteinflößend ist. Wovor hast du denn Angst? Schachteln, Mann, Schachteln! Man weiß nie, was drin ist oder wohin sie einen bringen. Und dann ist es zu spät.
Und du siehst genau wie eine aus. So quadratisch, wie du bist. Manchmal ist in Schachteln auch was Gutes drin. Wie zum Beispiel Krabbenburger. Oh ja. Schätze, da hast du recht. Hier sind ein paar Süßigkeiten. Danke. Balance? Wisst ihr nicht, dass Leute Phobien vor sowas haben? Das sind alle Süßigkeiten, die wir brauchen. Jetzt können wir sie alle Mrs. Puff geben. Müssen wir das wirklich? Falsche Taste. Du schon wieder. Hast du die Regeln für die Teilnahmegebühr mitgebracht? Mit Nüssen. Oh, wie edel. Jetzt halt still. Das wird wehtun. Moment, was? Es ist ein Schneckenrennen. Du musst eine Schnecke sein. Und schnell, los. Miau, 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 miau. Schnecken. Lern Schneckenmodus X. Schneller, SpongeSchneck, schneller! Was heißt denn XXX? Gefühlt macht da keinen Unterschied, ob ich X drücke oder nicht. Ach, das ist das Schneckenrennen. Achso, ja, jetzt macht das plötzlich einen Unterschied. Oh, du hast überlebt. Ich wollte sagen, du hast das Rennen gewonnen. Glückwunsch. Jetzt nervt die anderen Kinder. Wie nerven? Ich nerve nicht. Das war's gerade hier, der Kampf. Die große Krabbe Pizza ist die Pizza. Ein kleiner Klaps reicht schon. Immer mal so zurückgucken, ob da irgendwie noch was ist. Ich komme hier einfach nicht durch. Was ist das denn? Hä? Ach, da unten führt ein Weg lang. Was ist das denn hier? Ist das nicht? Ich am liebsten. Hä? Wo ist sie hin? Keine Ahnung.
Oder ist hier hochgeflogen? Wer hat das gesagt? Woher kennst du meinen Namen? Ich bin's, Patrick. Ich dachte, ich bin Patrick. Nein, ich bin SpongeBob. Du bist Patrick. Was war das gerade? Warum kam hier plötzlich eine Zwischensequenz? Ach, Mann. Wenn man nichts sieht, wo es hingeht. Oh, vielleicht sollten wir Licht machen und nachsehen. Da ist ein goldener Pfannenwender. Wie komme ich da hin? SpongeBob, hier ist es zu dunkel. Mach was! Diese Kabel leuchten. Vielleicht wollen sie durchbrennen. Wie soll ich denn das Licht da einschalten? Ich glaube, ich muss hier einfach mal den Kabeln folgen. Ach ja. Klaps reicht schon. Oh, sorry, ist nicht persönlich. Whoops. Whoops. Ramp Nummer 2. Tally ho! Und hier kann ich nichts machen. Aber das hier. Ich weiß immer noch nicht, wofür ich die brauche. Das waren nur zwei? Ne, da hinten geht noch ein Kabel lang. So. Endlich juckt es nicht mehr. Oh, noch mehr Gelee. Jetzt hier das Kabel wieder folgen nach oben oder nach hinten. Ich weiß nicht, ob ich die Augen zu hab oder ob es so dunkel ist. Es ist nicht nur dunkel, Patrick. Das ist fortgeschrittene Dunkelheit. Mann. Mann. Okay.
Mann. Ich verstehe es nicht. Warum das Spiel sich so oft aufhängt. Standbild. Sandy! Ich meine natürlich Sandy. Ich heiße Candy, mit hartem C, so hart wie das Karamell in Großmutters Süßigkeitenschale. Danke, dass ihr den Strom wiederhergestellt habt. Wir suchen nach meiner Hausschnecke Gary. Er hat sich verirrt und wurde vermutlich von einem Monster gekidnappt. Hast du ihn gesehen? Dein Tierchen habe ich nicht gesehen, befürchte ich. Aber dieses Monster, man behauptet, sein Versteck wäre im Museum. Es ist gefährlich, aber das ist vermutlich deine beste Chance, deinen kleinen Freund zu finden. Klingt vernünftig. Wir sollten das Monster fragen, ob es Gary gesehen hat. Patrick, ich glaube nicht, dass Monster reden können. Wisst ihr was? Mein kleines Monstertheater ist hinüber. Macht es euch was aus, mir dabei zu helfen, es wieder herzurichten? Wenn ihr mir helft, dann öffne ich den Weg zum Museum für euch, damit ihr nach diesem Monster und eurem Freund suchen könnt. Das gefällt mir nicht. Aber wenn auch nur die Chance besteht, dass Gary bei diesem Monster ist, bleibt uns keine andere Wahl. Oh, armer Gary. Reparieren wir das Theater. Das muss ich... Veranstalten. Dann würde ich jetzt aber erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, ciao.